Meine These dreht sich um Elon Musk, der ja Twitter gekauft hat und jetzt die große Diskussion entstanden ist, wie viel Verantwortung geht da eigentlich auch mit einher? Und ich glaube, wir können festhalten, die großen Plattformen, die großen sozialen Netzwerke, sie tragen jeden Tag mehr dazu bei, wie Meinungsbildung auch in unseren Gesellschaften, in unseren Demokratien stattfindet. Und deswegen hat Elon Musk da auch eine sehr, sehr große Verantwortung an der Stelle, der gerecht werden muss. Das heißt, wir müssen die Meinungsfreiheit schützen. Und auf der anderen Seite ist das Netz eben kein rechtsfreier Raum. Und für diese Ausgewogenheit haben wir uns auch in der Vergangenheit immer entsprechend eingesetzt. Da gilt es eben, den rechtlichen Rahmen auch zu schaffen. Und gerade aber auf der europäischen Ebene, glaube ich, müssen wir noch mehr tun. Wir haben Phänomene wie Deepfakes. Wir brauchen Schnittstellen auch gerade für die Forschung, um wirklich auch zu sehen, wie entwickeln sich denn überhaupt Meinungsbildungen auf den Plattformen. Und wir brauchen vor allem im Letzten auch einen guten und fairen Wettbewerb, den wir eben bei den sozialen Netzwerken nicht haben. Und da muss Elon Musk jetzt auch seinen Beitrag als Unternehmer an der Stelle mit dazu liefern. Ja, also ich habe mich doch sehr gewundert, dass Twitter verkauft wird für so viel Geld. Ich halte mal grundsätzlich gar nichts davon, dass in einer Hand sich so eine Medienmacht konzentriert. Das kann nicht gut sein für die Vielfalt in unserem Lande oder sogar weltweit. Außerdem sind mir einige doch sehr merkwürdige Zitate des Herrn Musk in anderem Zusammenhang bekannt. Na, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, um wirklich so ein Unternehmen zu leiten und nach vorne zu bringen. Da habe ich große Bedenken. Bin ich nicht dafür. Frau Bossong, wie sehen Sie das mit Blick auf die Meinungsfreiheit, dass Herr Musk es übernommen hat? Er hat es ja auch übernommen, um die Meinungsfreiheit zu wahren. Na ja, gut, dass er das jetzt erstmal behauptet, ist nun eine Seite. Ich finde, das ist problematisch. Also es ist immer problematisch, wenn jemand in einer solchen Monopolsituation ist. Und Twitter ist ohnehin ein von mir etwas kritisch begutachtetes Meinungsbildungsplattform. Ein Ort des Hasses. Sie sind nicht ganz falsch, glaube ich, mit dieser Bezeichnung. Also wenn ich Twitter 3 Minuten angucke, ist mein Tag für mich gelaufen. Dann habe ich so viel schlechte Laune angestaut, dass ich kann mir jemanden Blumenstrauß schenken. Das wird nicht besser. Also gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass Elon Musk das besser macht. Er hat zwar ein paar Überlegungen, wie er da Strukturen verändern will. Aber was ich ja immer glaube, ist, dass es Monopolrichtlinien geben muss, dass es eine ordnungsbasierte Struktur geben muss, in der sich nicht zu viel Macht, und zwar in diesem Fall monetäre und Meinungsmacht, zusammenbringen. Und dass man da ziemlich genau hingucken muss. Also ich bin da sehr kritisch und sehr skeptisch. Ich stimme Ihnen beiden sehr zu. Es gibt ja nicht mal mehr die Börsendemokratie, also die Abstimmung auf einer Hauptversammlung, dass verschiedene Aktionäre unterschiedliche Meinungen sein können und dass es darüber ein Ringen gibt, wie ein solches Unternehmen aufgestellt wird. Ein einziger Mensch bestimmt, wie die Kommunikation über Twitter weltweit läuft. Das ist ein völlig unhaltbarer Zustand. In den USA gibt es seit Jahren eine Diskussion über die Zerschlagung, die kartellrechtliche Zerschlagung großer Internetkonzerne. Und die müsste jetzt wieder aufleben. Die schmort vor sich hin. Die USA haben das schon mal gemacht. Die haben Standard Oil, den Monopolisten des Ölgeschäfts, zerschlagen in verschiedene große, immer noch große Ölkonzerne. Und Twitter darf nicht in der Hand eines einzelnen Mannes bleiben. Er hat ja etwas dunkel angekündigt. Er wolle die Meinungsfreiheit sogar verbreitern. Da gibt es jetzt Mutmaßungen. Wie meint er das denn? Mehr verengt als aktuell auf Twitter, muss ich sagen, mit den Warnhinweisen, wo Sachen ausgeblendet werden. Also Twitter ist aktuell jetzt auch nicht die Oase der Meinungsfreiheit. Ja, aber das wollen wir, eine Oase von Rechtsradikalen und Hetzern wollen wir auch nicht haben, oder? Das sind nicht nur Rechtsradikale und Hetzer. Nicht, natürlich nicht. Warum bist du eigentlich nicht auf Twitter, Uli? Weil ich mich nicht den ganzen Tag mit Rechtsradikalen und Hetzern rumschlagen will. Ja? Und denen würde ich da begegnen. Also jedenfalls ein Mann, der bestimmt, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit verlaufen, das geht überhaupt nicht. Sondern dann muss man eben eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Diensten herstellen und die müssen in irgendeiner Form von kollektiven Händen sein und sei es die kollektive Weisheit der Börse, sofern es die gibt. Frau Kemmer, kann man vielleicht auch sagen, dass die Kritik hier ist? Ich meine, der Mann war im April letzten Jahres der reichste Mann, zum Beispiel war er schon der Welt. Dann, das ist ja immer, sein Vermögen hängt ja immer ein bisschen vom Tesla-Aktienkurs ab. Aber er hat ja sogar schon Jeff Bezos einmal überrannt gehabt.
Ist Elon Musk jetzt nicht vielleicht einfach der Visionär, den die Welt braucht? Ich meine, Tesla, Automobil, das All, jetzt noch Twitter. Ist er vielleicht der mächtigste Mann der Welt? Er ist auf jeden Fall ein mächtiger Mann. Er ist auch ein beeindruckender Unternehmer. Und trotzdem stimme ich schon zu, es ist wirklich sehr, sehr viel Macht jetzt in der Hand einer Person. Es wird aber auch nicht besser, wenn wir zum Beispiel die Eigentümerstruktur von Facebook sehen. Da gibt es auch Aktionäre. Ob das jetzt so viel demokratischer ist an der Stelle, würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen. Und deswegen brauchen wir neben der Verantwortung, die Elon Musk jetzt auf der einen Seite hat, wir brauchen auch klare Spielregeln der Politik, vor allem auf der europäischen Ebene. Und das ist, ob man jetzt dann gleich sagen muss, wir müssen die Konzerne zerschlagen, würde ich sagen, nein, aber wir brauchen zumindest ein funktionierendes Kartell- und Wettbewerbsrecht, dass wirklich auch Messenger zum Beispiel interoperabel funktionieren, weil das Problem ist eben, wir haben Monopole in diesen Bereichen und die Kunden und Nutzer können sich ja gar nicht aussuchen. Sie sind am Ende zum gewissen Grad darauf angewiesen, weil wir eben nur diese entsprechenden Anbieter haben. Also ich merke, ich laufe heute Abend ständig gegen die CDU. Wenn in den USA, dem Stammland des Kapitalismus, wesentliche Kräfte im Kongress dafür sind, diese Internetriesen zu zerschlagen, dann sind die ja linker als die CDU hier. Wie gibt's denn sowas? Sie wollen die nicht zerschlagen? Ich das bin immer noch für den Wettbewerb und für gute Union. Seit wann ist denn die Union für Enteignung? Also das ist ja klar, dass die nicht überall von Enteignung redet. Aber wir brauchen zerschlagen. Zerschlagen heißt nicht Enteignung. Das ist ja Unsinn. Die Standard Oil sind X-Ölkonzerne geworden, sind alle privatisiert und Aktiengesellschaften. Wir brauchen gute Regulierung, würde ich sagen. Gute Regulierungen. Dann gebe ich doch noch mal hierhin ab. Ja, machen Sie mal. Einzel von den beiden zum Doppel zu machen. Was für Regulierungen könnte man denn brauchen? Ja, Regulierungen natürlich auf europäischer Ebene, also weltweit wird das nicht funktionieren. Das heißt, es muss eigentlich beschränkt sein, wie viel Prozent eine Person oder eine Gruppe von Personen Anteil haben können an einem Unternehmen. Da kann man Quoren sagen, also nicht über 75% oder nicht über 50. Das wäre so eine Möglichkeit, was man machen könnte. Auf europäischer Ebene, also in Deutschland alleine, nutzt das ja eine Runde überhaupt nichts. Und darauf, wenn man sich sogar weltweit darauf verständigen könnte, wäre das sehr gut. Noch einmal, ich finde es sehr bedenklich, diese Macht in einer Hand und dann auch noch finde ich ihn auch etwas zwielichtig. Aber gut, das ist ja nun meine Meinung. Ich weiß ja nicht, ich komme immer darauf an, wer es ist. Ja? Aber ich meine, es müssen rechtliche Grenzen gesetzt werden, so wie Sie das auch gesagt haben. Das ist der richtige Weg wahrscheinlich, die Anteilseignerschaft zu begrenzen. Frau Bossong, wie viel Macht hat man denn, wenn man jetzt Twitter kauft? Wie groß ist denn die Macht der sozialen Medien? Na gut, letztlich spielt Twitter ja ist eine Plattform, auf der die Beteiligten, die sich dort anmelden, auch eine gewisse Rolle spielen. Das heißt, was wir alle machen könnten, wäre, unser Twitter-Konto abzustellen. Ich glaube, das würde insgesamt zu einer allgemeinen Beruhigung beitragen. Sehr richtig. Ja, oder? Da hätten wir, könnten wir alle wieder besser schlafen, wir hätten mehr Spaß, wir könnten den Frühling viel besser genießen. Das wäre jetzt eine zivilgesellschaftliche Möglichkeit. Ansonsten bin ich natürlich auf der Seite, dass natürlich muss das gesetzlich und also politische Strukturen geschaffen werden, in denen es eine solche Machtakkumulation nicht geben kann. Weil das ist schon sehr gefährlich. Wir haben, das war nicht der Eigner von Twitter, aber er hat sich teilweise so aufgespielt, Donald Trump, was er durch Twitter ausgelöst hat. Halten Sie es für richtig, dass er gesperrt wurde von Twitter, Donald Trump? Ja. Also in dem Fall halte ich es für richtig, das ist auch nicht mehr im Rahmen der Meinungsfreiheit oder Nicht-Meinungsfreiheit, sondern da ist jemand, der tatsächlich die Aufstände, die wir am 6. Januar gesehen haben, geschürt hat und der natürlich durch sein Amt oder dann Ex-Amt eine so große Anhängerschaft hatte, dass er brandgefährlich war in dieser Blase, die ja keine Blase mehr, sondern den ganzen Globus umfassende Blase. Und da finde ich, ist es im Rahmen der Sicherheit, dass so jemand da nicht weiter...